denke, dass wir eine gute Vision haben und einen guten Ansatz fahren, hier den Nachweis zu erbringen, dass wir gerade für unsere Mitarbeiter und für das Business, in dem unsere Mitarbeiter hier Tag für Tag ihrem Mann oder ihrer Frau stehen, einen guten Ansatz fahren, sehr mitarbeiterorientiert hier zu arbeiten. Diese Mitarbeiterorientierung schlägt sich dann auch nieder in unseren Instrumenten, und wir wollen, dass dieses berühmte Lächeln am Telefon auch sichtbar und hörbar ist, und dann muss es den Mitarbeitern auch irgendwie nach Lächeln zumute sein. Also braucht es eine Personalarbeit und ein Personalumfeld, was auf der einen Seite harmonisch ist, auf der anderen Seite aber auch fordernd. Also auch das ist uns wichtig. Das heißt, wenn Sie fragen, worin unterscheidet sich die Personalarbeit, dann kommt bei uns auch noch ein starker betriebswirtschaftlicher Aspekt mit da rein. Das heißt, wir wollen den Anspruch erheben, dass wir auch den Nachweis erbringen können, dass wir Mehrwert leisten für das Unternehmen. Das äußert sich beispielsweise darin, dass wir in unsere Instrumente regelmäßig evaluieren, und auch bei solchen Themenstellungen beispielsweise haben wir eine Vorgesetztenbeurteilung mal eingeführt, und viele Personaler weichen da, glaube ich, eher aus zu sagen, ja gut, was bringt so eine Vorgesetztenbeurteilung einfach? Und da haben wir mal versucht, uns diesen Effekten anzunähern und zu sagen, ja gut, wenn wir eine Vorgesetztenbeurteilung, welche Effekte können wir denn erwarten auf hinsichtlich der Mitarbeiterzufriedenheit? Wie wirkt sich das aus? Was heißt das eigentlich für eine Krankenquote, für Fehlzeiten und so weiter? Und wie kann sich sowas rechnen? Das ist immer schwierig, das gebe ich gerne zu, weil da sehr viele Interdependenzen sind. Aber wir möchten, dass unsere Personalarbeit nicht einfach dabei stehen bleibt und sagt, das ist eben schwierig, das ist Personal, sondern wir wollen auch den Nachweis erbringen. Das heißt, wir wollen uns auch wissenschaftlich und betriebswirtschaftlich messen lassen und auch benchmarken lassen. Und sowohl diese weiche Seite der sehr hohen Mitarbeiterorientierung als auch die Unternehmensorientierung führt dann dazu, dass unsere Vision klar formuliert ist, dass wir ein Vorbild sein wollen für mitarbeiterorientierte und unternehmensorientierte Personalarbeit. Und so steht es genau in unserer Personalstrategie. Ich habe ein bisschen die Qual der Wahl, weil ich schon auch glaube, dass wir versuchen, in unserer Personalarbeit und in unserem Personalumfeld da auch ganzheitlich ranzugehen. Habe aber doch drei, vier Favoriten, die ich also da in die nähere Auswahl bringen möchte. Erstes klares Statement wäre das Thema Strategie und Vision. Wir haben auch aufgrund des Best Pairs Awards vor 2 Jahren gesagt, wir möchten, dass das, was wir eben als Strategie und Vision leben, dass das auch dokumentiert ist und nachvollziehbar ist, auch woher es abgeleitet ist. Daraufhin haben wir uns hier in der Personalabteilung zusammengesetzt und haben hier die Personalstrategie aufgebaut und abgeleitet. Dabei ist mir besonders wichtig, darauf bin ich einfach auch ein Stück weit stolz, da ist kein Euro externes Geld dazu gegangen. Da ist also nicht irgendwie keine Strategie, die mit teuren Beratern erkauft worden ist, sondern das ist eine Strategie, die selbst hier aus dem Team zusammen erarbeitet worden ist. Natürlich mit den Ableitungen zu unseren Kunden, natürlich in Ableitung zu der Geschäftsführung und so weiter, aber eben hier selbst erarbeitet und aufgestellt. Wir haben Handlungsfelder definiert, an denen wir im Rahmen dieser Strategie arbeiten wollen, sind momentan dabei, diese Handlungsfelder mit Key Performance Indicators zu hinterlegen und uns dann im Rahmen dieser KPIs auch zu benchmarken. Zweites Thema, wo wir, denke ich, sehr gut sind, weil es einfach auch unserem Business entspricht, ist das Thema Computerisierung. Wir haben keine Berührungsängste vor dem Computer, weil wir einfach natürlich auch aufgrund unseres Geschäftsmodells, aufgrund unserer
Arbeit mit dem Computer per se immer nahe dran sind. Aber wir haben auch eine sehr kritische Offenheit gegenüber dem Computer. Das heißt, gerade für die Personalarbeit könnte man ja dann sehr schnell daraus ableiten, dass es wichtig wäre, alles in computergesteuerte Prozesse zu überführen. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass insbesondere dann, wenn die Beziehung zwischen Mensch-Mensch gefordert ist, dass die auch immer im direkten Austausch ist, dass wir immer sehr dicht an den Mitarbeitern sind, dass wir immer das persönliche Gespräch suchen und diese Beziehungsebene auch pflegen. Das heißt, alles, was die Kommunikation hindert, wird von uns eher nicht in den Computer reingetragen. Was standardisierbar ist und was auch standardisierbar sein sollte, auch in den Prozessen, was vorgelagerte Tätigkeiten angeht, das legen wir in den Computer. Das muss allerdings auch nicht immer das große SAP-System sein, sondern auch das sind häufig sehr individuelle Lösungen, die aus der Mitarbeiterschaft häufig an uns herangetragen werden, wo gesagt wird, das könnte man doch in der und der Form ganz einfach abbilden. Und da haben wir das Glück eben auch aufgrund unserer Eigenständigkeit, dass wir auch in der Lage sind, auch ein kleineres System, was vielleicht in großen Konzernen gar nicht so möglich wäre, dann auch hier einzusetzen und zu etablieren. Wir haben per se schon immer ein Handlungsfeld, ein Betätigungsfeld, was das Thema Personalentwicklung angeht, in Bezug auf Karriereplanung. Wir sind ein sehr schlank aufgestelltes Unternehmen und haben von daher wenig hierarchische Entwicklungsmöglichkeiten. Wir versuchen das an allen Ecken und Enden zu kompensieren. Alles sinnvolle Maßnahmen, die aber unter anderem auch daher rühren, dass wir um unsere Flanke wissen, dass wir nur wenig Entwicklungsperspektiven in einer hierarchischen Form anbieten können und auch die monetäre Entwicklungsmöglichkeiten aufgrund unseres Geschäftsmodells begrenzt sind. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt also, das ist der Versuch auch durch Weiterbildung, durch Training, durch Seminare, durch Spezialistenaufgaben, durch Sonderaufgaben, das ein Stück weit zu kompensieren. Was ich nach wie vor ein ganz tolles Instrument finde, ist unser Vergütungsmodell. Unser Vergütungsmodell habe ich eingeführt in im Jahr 2002 ist es etabliert worden. Im Jahr 2001 haben wir mit der Projektierung begonnen. Und dieses Vergütungsmodell finde ich insofern schön, weil es nochmal sehr deutlich macht unser Verständnis von Mitarbeiter. Der Mitarbeiter als Mitunternehmer und das nicht nur als Schlagwort, sondern wir haben ein Zielvereinbarungssystem mit drei Kategorien: Unternehmensziel, Teamziel und Individualziel. Und auf allen Ebenen, bis auf das Unternehmensziel, was klassischerweise von Top-Down kommuniziert wird, auf allen übrigen Ebenen finden echte Zielvereinbarungen statt. Immer mit dem Gedanken, lieber Mitarbeiter, du bist Center of Competence, was deine Tätigkeit angeht. Und das muss nicht vom Vorgesetzten kommen, der sagt, also wir sollten mal da und da, sondern wir nehmen dich ernst, wir respektieren dich, wir wollen deine Ideen haben. Und lass uns doch gemeinsam in diesen Zielvereinbarungsgesprächen gucken, woran können wir noch arbeiten? Was ist da, was wäre jetzt für das nächste Jahr, was nehmen wir uns vor? Und diesen Respekt vor dem Mitarbeiter, ihn ernst zu nehmen, das kommt auch zurück. Wir haben im Jahr 2003 haben wir an der Befragung Deutschlands bester Arbeitgeber teilgenommen. Wir haben es da geschafft, da sind wir einfach auch sehr stolz drauf, dass wir als einziges Callcenter oder Communication Center in diese Liste der 50 besten Arbeitgeber Deutschlands aufgenommen worden sind. Und was mich als Personaler besonders gefreut hat, ist, dass bei den Freitextfeldern, das war also mit einer Mitarbeiterbefragung hinterlegt, dass bei den Freitextfeldern die dritthäufigste Antwort war, unser neues Vergütungssystem. Und wenn ein Vergütungssystem, was ja eigentlich eher so in der Personalarbeit eher als Hygienefaktor maximal gesehen wird, wenn es aber so positiv in die Mannschaft wirkt, dass die Mitarbeiter von sich aus sagen, Mensch, wir haben ein tolles, neues Vergütungssystem bekommen, wo wir uns einbringen können, wo wir mitarbeiten können, was wir gerecht finden,
dann ja, bin ich da einfach auch ein Stück stolz drauf.